Unschön. Der hat mich gesehen. Die Sau. Moin Moin und herzlich willkommen zum Zockerpansen. Ich bin der Lars. Wir spielen heute Gold Express. Gold Express, ein ganz komischer Name für ein chinesisches Spiel. Es sollte eigentlich eher sowas heißen wie Cyberpunk Dead by Daylight, weil genau das ist es. Und auch irgendwie nicht. Wir hüpfen mal rein. Ich zeig's euch. So, jetzt können alle vier Spieler hier ihren Charakter auswählen. Ich hoffe, ich darf meinen Soul behalten. Jawohl, ich durfte als erstes auswählen. Kann einem passieren, dass einem der Charakter weggenommen wird. Es darf nämlich keine Doppelten geben. Soul kann eine Magnetfalle setzen, kann mehr Energy Charges haben und hat eine Power, die es ermöglicht, in Geistform ein bisschen länger auszuhalten. Das sind Einzelheiten, da komme ich nachher noch zu. Ich kann meinen Spawnpunkt wählen auf der Karte. Hier in der Mitte erscheint immer irgendwo der Watcher. So, hinter mir seht ihr einen Datenextraktionspunkt. Da kann ich meine Daten hinbringen, wenn ich sie denn gefunden habe. Datenextraktionspunkte sind blau. Wir suchen einen, der rot ist. Da drüben ist ein roter. Ups. Ich habe es irgendwie geschafft, in der Nähe des Watchers direkt zu spawnen. Ich hoffe, der findet mich nicht gleich wieder. Da hat mir nämlich ein unglaubliches Talent für. Keine Ahnung, wie die das immer machen. Ich mach mal hier diese Barriere. Oh. Also, es gibt vier Survivor. Und einen sogenannten Watcher. Das ist der Kollege hier. Das ist ein Roboter, der will verhindern, dass wir mit den Daten abhauen. Hatte ich gerade richtig Glück. Ihr habt gerade einen Hauptunterschied zu Dead by Daylight gesehen, nämlich es gibt keinen Heartbeat. Es gibt hier überall diese Barrieren, die gibt es in hoch und in niedrig. Ich könnte jetzt hier oben eine Barriere draufsetzen. Ich kann auch die untere runtersetzen, das kostet mich Energiepunkte. Hier hat ein Watcher so einen Pathway blockiert. Wenn ich Q drücke, kann ich meine Charges aufwenden, um den Prozess zu beschleunigen. Ich gehe mal hier hin. Der hat hier garantiert ein Virus draufgesetzt und selbst wenn nicht, wäre ich doch zu paranoid, um jetzt hier einfach was runterzuladen. Also wir laden jetzt einen Datencube hier von dem Herunterladepunkt herunter. Ich beschleunige das gerade fleißig. Uah. Da drüben hat es den Kollegen kaputt gemacht. Das ist mir gerade zu gefährlich hier. Jetzt hat er es irgendwie geschafft, mich dann aufzuspüren. Ich muss hier mal ganz schnell weg. Der ist hinter mir her. Dieser spezielle Watcher, oh super, kann auch Blockaden einfach kaputt machen. Oh. Fuck, wie die mich immer finden, keine Ahnung. Das ist ein Hauptproblem von diesem Spiel. Also er hat mich jetzt geschlagen, dadurch habe ich auf jeden Fall schon meine Datenwürfel, die ich vorher erspielt habe, die habe ich schon wieder verloren. Die liegen jetzt irgendwo rum, die kann ein Kollege aufsammeln. Ich muss jetzt einfach zusehen, dass ich hier wegkomme. Aber ganz ehrlich, keine Chance. Keine Chance. Ich kenne die Level auch noch nicht so gut. Da liege ich jetzt. So. Ganz oben in der Mitte müsst ihr mal gucken, ist unser Fortschritt. Der Kollege hat jetzt schon, ich glaube, hier den zweiten umgenoscht. Wir haben immer noch nichts hochgeladen. Ich suche mir jetzt mal einen Kollegen, der mich wiederbeleben kann. Ich kann, glaube ich, so viermal sterben. Jedes Mal, wenn ich sterbe, verliere ich ein bisschen was von meiner Lebensenergieleiste und beim vierten Mal war es das dann für mich. Ich habe jetzt alle meine Datenpakete wieder verloren. Danke, Jungs, danke, Jungs. Das heißt, ich muss als allererstes wieder Datenpakete finden, also rote Punkte. Der hier ist jetzt blockiert, warum auch immer. Ach, das ist ein Abgabepunkt. Diese grünen Outlines sind Abgabepunkte oder Aufnahmepunkte. Aber so richtig wissen ist halt schwer. Guck mal, das ist ein Abgabepunkt. Wo finde ich denn jetzt was? Wow. Oh, der hat mich nicht gesehen, ey.
Was ein Glück. Ja, es gibt keinen Heartbeat. Man hört das Gestampfe von den Kollegen. Ups, habe ich mich aber hier in die Sackgasse begeben. Man hört das Gestampfe von den Kollegen. Und hin und wieder mal auch das Geatme von denen. Aber sonst nichts. Diese Datenextraktionspunkte, die sind auch irgendwann verbraucht. Also wenn man die Daten dann hochgeladen hat, dann war es das. Das heißt, man muss dann flugs andere suchen. Damit habe ich gerade Schwierigkeiten. Das Gelbe da auf dem Boden sind Boni. Die werden ins Level gerotzt, wenn entweder wir Survivor was Tolles machen oder... Hey, das will ich nicht. Ach, das ist mein Datenpunkt. Das ist der Datenpunkt, den er aus mir rausgeprügelt hat. Den könnte ich jetzt zu so einem Blauen hinbringen. Wenn ich sowas finde. Ah, und hier kann ich auch absaugen. Da hinten haben wir gerade kurz den Kollegen Killer Borden gesehen. Der wurde mir durch irgendeine Fähigkeit von jemandem angezeigt. Ich habe mir jetzt zwei Datenpunkte gegriffen. Ich brauche jetzt so einen blauen Abgabepunkt. Da hinten ist einer. Ich hoffe, dass ich jetzt genug Zeit habe, um... Oh, da hat er ein Virus draufgesetzt, die Sau. Achso, und dadurch habe ich natürlich meine Daten verloren. Komm mal her, ich heile dich doch. Aber der Watcher hat das jetzt natürlich gerade gesehen, dass wir hier das versaut haben. Thanks. Du mich auch bitte, danke. Hier hat jemand einen Teleporter hingesetzt, das ist eine Fähigkeit von ihr. Ich will auch. Ich will auch. Frage ist natürlich immer, wohin hat sie den gepackt? So, ich brauche eine Abgabe. Oh, super, super. Jetzt. Nein, ach, Dude. Dude. Du musst doch immer vorher rein pro forma schon Virenprogramm durchlaufen lassen. Also, wenn da kein Virus drauf ist und man probiert das, dann wird man enthüllt. Das ist leider so. Aber wenn man das nicht macht und da ist ein Virus drauf, dann ist auch Kacke. So, hier ist einer. Ich werde jetzt mal hier Antivirus und hoffen, dass das klappt. Das kann nämlich auch schief gehen, selbst wenn ein Virus drauf ist. So, jetzt kann ich hochladen. Vielleicht bin ich der Erste, der erstmal schafft, was hochzuladen. Wäre doch toll. Dauert aber auch ewig. Ah, mal gucken, wie schnell der jetzt zu mir hingeeiert kommt. So. Eieieiei. Airdrops, das heißt, es ist jetzt halt wieder ein Goodie auf der Map gelandet, da, weil der Warden einen von uns gecached hat. So, vielleicht schaffe ich... Ja, das schaffe ich. Ich schaffe einen Upload. So, das Spiel ist sehr viel teamlastiger und sehr viel sneaklastiger als Dead by Daylight zum Beispiel. Man muss deutlich besser zusammenarbeiten, deutlich... Oh, wir müssen hier weg, ey. Wir müssen hier weg, Dude. Dringend weg. Der kommt hier gleich her. Wette ich. Ah, yep, wer hatte recht? Wer hatte wieder recht? Ruhe. Bah, ich habe gerade eine Magnetfalle ausgelöst. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Das hat nämlich noch nie geklappt. Da war doch... Das sah gerade aus wie ein Teleporter. Aber ich kann mich jetzt schon mal damit abfinden, dass das war's. Der wird mich... Oder? Ja. Also der kann nicht so schnell walken, aber der kann sehr schnell durch so Barrieren durch. Ich finde immer die Taste nicht für das schnelle Durchsliden. So. Jetzt muss der hier erstmal wegmachen und jetzt wird er mich hinrichten. Wird er vielleicht mich hinrichten? Irgendwie. Ah, das scheint auch ein Anfänger zu sein. Super. Das war bei mir jetzt das zweite Mal, denke ich. Ich suche mir mal einen Kollegen, der mich wiederbelebt. Da drüben rockt einer rum. Es sieht doch immer arg so aus, als würde der direkt auf meine Kollegen zulaufen.
Also ich weiß nicht, wie die das machen. Ich weiß nicht, was der für eine Fähigkeit hat. Das Gefühl habe ich aber tatsächlich als Spieler auch immer wieder, dass diese Robos einfach wissen, wo man ist. Und warum? Keine Ahnung. So, ich mache hier mal so ein Ding. Das macht die Brücke ein bisschen sicherer. Anscheinend gibt es auch andere Wege. Mir rennt die Zeit davon. Ich brauche einen Kollegen, der mich wiederbelebt. Wo seid ihr denn alle? Ach, da ist einer. Da stehst du aber echt... Achso, neben deinem Teleporter. Gut, mach mal. So. Also wir haben 2 Datenpakete von 7 hochgeladen. Das ist nicht so berauschend. Wenn ihr nach unten links mal guckt, da seht ihr die Aufteilung der Leben. Oh, das war echt viel zu knapp. Da seht ihr die Aufteilung der Leben. Und da liegt ein Datenpaket, das muss ich einsammeln. Dann kann ich es nämlich auch gleich... kann ich es auch gleich da abgeben. So. Die Kollegen Roboter sind arg mächtig. So, der hat hier ein Virus draufgesetzt. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Jawohl. Und dann hoch mit dem Kram. Nein. Das war... Unschön. Der hat mich gesehen. Die Sau. Oh. Nein. Schneller. Nein. Verdammt. Also der hat seinen Job gut gemacht, hier alles anständig zuzumachen. Das werde ich mal als Geist ganz schnell wegmachen hier. Das ist ja ungeil. Ich habe jetzt alles verloren, was ich hier gemacht habe. Meine Mine liegt hier immer noch. Keine Ahnung, was die angestellt hat. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt wieder einen Kollegen finden. Und bei der Gelegenheit kann ich das hier, was der hier so anrichtet, einfach auch wieder rückgängig machen. Nervt ja schon. Haben wir gerade gesehen. Hat er mir einfach einen Fluchtweg abgeschnitten. Hier liegen überall Datenpakete. Die kann der Watcher zerstören. Ne, die hat er jetzt aus Leuten rausgeprügelt. Es scheint ein Anfänger zu sein. Das ist ihm nicht bewusst, dass er die auch zerstören kann. Genauso können die Survivor die einsammeln. Ich habe es ja eben gemacht. Und dann einfach brutal abgeben. Ich sehe keine Outlines. Da. Beleb mich mal wieder. Nein, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, das geht doch schief. Ha, das geht nicht schief. So, jetzt. Komm schnell, ich bin fast tot. Viel zu spannend, viel zu spannend. So, ich werde mal versuchen, diese Datenpakete, die er da hinten hat, liegen lassen. Die greife ich mir jetzt. Möglichst ohne... Au. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. So, die ist komplett aus dem Spiel. Komplett aus dem Spiel. Wenn ich sie... Woher wusste der das wieder? Das ist doch... Ich finde das skurril. Ich finde das extrem skurril. Wäre sie jetzt gestorben, dann wären 2 Lufttaxis erschienen. Das ist das Äquivalent zu Ausgängen bei Dead by Daylight. Und da geht es dann darum, die zu erreichen. Longest Time Chased. Nicht schlecht. Und hier befinden wir uns auf dem Telescreen. Unser Player Rank ist gestiegen. Wir haben ein bisschen XP bekommen.
Wenn wir einen neuen Level erreichen, dann gibt es natürlich Rewards. Und das hier, oder Awards, das hier ist im Endeffekt eine Lootbox. Und das hier ist Währung, mit der wir uns, naja, den Charakter ein bisschen upgraden können. Mir wurde ein B-Ranking gegeben, das finde ich ganz gut. War auch mit eines der besten Spiele, was ich bisher gespielt habe. Und das sagt viel aus, wa? Das hier ist quasi der Competitive Rank. Da brauchen wir jetzt gar nicht drauf gucken. Game Report, falls es einen nochmal interessiert. Wie viel Data Cubes hat man hochgeladen? Was hat man alles so angestellt? Und wir haben festgestellt, ich habe am meisten Punkte in diesem Spiel gekriegt, obwohl wir nicht gewonnen haben. Der Kollege hier hat deutlich mehr abgesahnt. Ja, gucken wir mal, was machen wir mit unseren Punkten? Also, Hauptmenü. Hier oben ist der Game Result Screen. Wenn aus irgendwelchen Gründen das letzte Spiel nicht so richtig abgebrochen wurde, dann kann man hier immer noch das Result vom letzten Spiel sehen. Das finde ich ziemlich nice. Wir gucken mal hier in unsere Lootbox rein. Die machen wir mal auf. Kaching. Hupp. So, da habe ich eine Skin gekriegt für Bart. Bart habe ich noch nicht. Das ist jetzt ein bisschen doof. Die 200 Ocken, die ich jetzt hier bekommen habe, die sind interessant. Die können wir hier im Black Market nämlich einsetzen. Da gehen wir hier zu Enhanced. Das sollte Enhancement Core heißen. Das Spiel ist aus China. Das Englisch ist nicht immer ganz hundertprozentig so gut. Da ist meine Soul, die ich spiele. Für Soul kann ich jetzt meine 200 hier direkt umsetzen in Enhancement Cores. Die greife ich mir. Das wird dann hier in dieser Leiste verarbeitet. Ich zeige es euch eben. Wenn ich jetzt hier auf Upgrade gehe, dann kann ich die Enhancement Cores hier ausgeben, beziehungsweise, die sind ausgegeben. Wäre dieser Balken jetzt voll, könnte ich hochleveln, dann würde es hier weiterspringen. Ich würde nochmal 1000 Material kriegen, davon habe ich schon 1600. Ich habe jetzt hier einen Shareable Skill, also ein Teachable, freigeschaltet. Auf Level 2 gab es eine Skin, die ich jetzt gerade trage. Hier ist der Skill Tree, da ist bisher nur ihr eigener drauf, aber ich nehme an, wenn ich es für andere Skills freischalte, das können wir ja mal gucken, ich habe ja jetzt mit ihren freigeschaltet, gucken wir mal, ob der jetzt, jawohl, der ist jetzt auch für den Kollegen hier auswählbar, also es funktioniert wie bei Dead by Daylight. Was können wir jetzt also hier noch mit dem ganzen anderen Zeug machen? Wir können hier Skins kaufen mit Material, das ist nicht eben billig, aber das kann man sich erspielen durch das Aufleveln. Es sind zwei Charaktere noch nicht freigeschaltet. Dieser extrem stylische Killer hier, die Geisha, die ist verflucht gefährlich. Das wird mit Gold freigeschaltet. Das ist jetzt gar nicht so schwer zu erreichen. Genauso wie Bart, für die ich jetzt hier den Skin bekommen habe. Appearances können gekauft werden mit Material. Die gibt es in günstig und in nicht so günstig. Und eben besagte Enhanced Cores oder Enhancement Cores, um halt Charaktere aufzuleveln. Mir wurde dieses Spiel hier zur Verfügung gestellt von den Entwicklern, habe ich einen Key bekommen. Momentan sieht es leider so aus, die Playerbase ist noch recht klein. Das mag auch daran liegen, dass das Spiel auf den ersten Blick sehr enigmatisch ist. So, man denkt, man kennt es, es sieht aus wie Dead by Daylight und dann kommt ganz viel, das sich irgendwie nicht richtig anfühlt. Keine richtige Mucke, kein Heartbeat, keine Atmosphäre, wo ist die Action, die Steuerung ist ein bisschen juckelig. Ich habe jetzt 2 Stunden reingesteckt. Ich werde langsam warm damit. Ich fange an, die Mechaniken zu verstehen. Das Tutorial, das man sich angucken kann, das wird mir mittlerweile gar nicht mehr angezeigt. Das sind halt kleine Videos und Textbeschreibungen, ist aber völlig ausreichend. Gibt es dann Gold, für das man ausgeben kann? Also nach 2 Stunden ist man drin und dann fängt man an, die Feinheiten zu lernen. Macht es Spaß? Ja, es macht Spaß. Ich wupp zwar gar nichts, also die Tatsache, dass das gerade meine erfolgreichste Runde war, sollte euch alles sagen. Aber es fühlt sich fresh an. Negativer Punkt, man hat genau dasselbe Problem wie bei Dead by Daylight eben auch. Und gerade jetzt bei der kleinen Playerbase, man spielt halt gegen die 3 Leute, die das Spiel leben. Und wenn die den Warden spielen, dann sieht man kein Land. Man sieht generell relativ wenig Land. Man muss sich echt umstellen. Sehr sneaky spielen, sehr smart spielen, nicht gierig sein, fällt mir alles ausgesprochen schwer. Lohnt es sich? Ich würde sagen, kaufen? Gerade nicht. Es ist
knackig teuer, wenn ich mich recht erinnere. Ich blende das hier gerade mal ein. Ah ja, doch ziemlich teuer. Oder auch nicht teuer, je nachdem, ob ich mich geirrt habe. Ich war sehr glücklich, dass ich das Spiel, den Key bekommen habe. Es hat mich interessiert, ich wollte es spielen. Ob ich eine Kaufempfehlung aussprechen würde zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr eine Alternative zu DBD sucht, warum nicht? Guckt rein. Was mir bis jetzt aufgefallen ist, ist, dass die Devs das Spiel wirklich weiterentwickeln. Es kommen ständig Updates raus. Also die meinen das wirklich ernst. Das hier ist kein Abklatsch. Das hier ist kein schnell hingeschlunztes Rip-Off. Das ist sein eigenes Ding. Also guckt es euch einfach mal an. Guckt es euch vielleicht auch bei anderen YouTubern an. Vielleicht auch mal das Warden-Spiel. Ich werde jetzt keinen Hunter spielen. Da bin ich sowieso nicht gut dran. Ja. Sagt mir doch mal, was haltet ihr davon? Lasst mir noch einen Kommentar da. Wenn es euch gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und ja, wenn ihr noch kein Like oder kein Abo dagelassen habt, auch gerne das. Vielen, vielen Dank fürs Gucken. Macht's gut, ihr Pansen. Tschüss, tschüss. Hey, freut uns, dass du reingeschaut hast. Wenn du noch mehr zum Thema sehen möchtest, gibt es hier links und rechts Playlisten, die dir auf jeden Fall weiterhelfen. Wir würden uns auch irrsinnig über ein Abo freuen. Also klick doch einfach auf die Kuh und lass uns eins da. Bis dahin erstmal reingehauen.